Hallo, hier ist wieder Anton. Heute ist der 5.5., mein zweiter Fastentag. Ja, bin schon wieder ganz stolz, mir geht es eigentlich ganz gut. Gestern ist es ziemlich gut verlaufen. Ich konnte vormittags meinen ersten Einlauf machen, habe mir da so 2 Liter quasi reingehauen und den Rest wieder raus. Und dann hatte ich aber gestern tatsächlich ein bisschen Hunger gehabt, was man ja eigentlich mit leeren Darm gar nicht haben soll. Ja, und kann mir das aber damit erklären, dass ich den Tag davor doch noch ganz schön viel gegessen habe, weil man sagt immer, man soll so 1, 2 Tage vorher soll man schon den Magen und den Darm daran gewöhnen, dass da nicht mehr Essen kommt und also schon ein bisschen absetzen und reduzieren die Ernährung. Das habe ich letztes Jahr nicht geschafft, das habe ich dieses Jahr nicht geschafft und ich habe halt immer meinen Termin. Ich fange mal zum Vollmond an, dann nimmt der Mond ab. Und ja, bei mir nehmen dann auch die ganzen Schadstoffe im Körper ab. Das ist so die Philosophie dahinter. Und ja, das habe ich so ein bisschen von meiner Mutter. Tut mir leid. Aber deswegen, also tut mir auch leid für meinen Körper, dass ich deswegen diese Eingewöhnungstage mal nicht so schaffe. Ja, und deswegen der ganze Spargel und so musste wohl noch raus. Ja, und dann habe ich gestern Abend, habe ich dann noch einen Lauf gemacht. Danach ging es mir auch wieder richtig gut. Und dann schön schlafen und alles. Arbeit, Konzentration am ersten Tag gestern war nicht so toll gewesen. Vor allem hatte ich dann abends hatte ich auch noch meinen ersten Arabischkurs gehabt und hatte dann diese ganzen Schriftzeichen von rechts nach links und sollte dann schon irgendwie was lesen können. Manche, da konnte ich für manche mithalten, ich noch nicht. Ich brauchte, hatte auch den Kopfschmerzen bei einer Aufgabe, muss ich ehrlich sagen. Mehr trinken habe ich mir vorgenommen. Und ja, jetzt aber nicht so richtig Durst. Ja, geht. Heute auf Arbeit. Hab schon, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen prokrastiniert. Ich muss aber gerade was Unliebsames machen, so die ganze Verwaltung und Abrechnung von Dienstreise und sowas. Passiert. Also, ich bin auch sonst vielleicht von abgelenkt. Jetzt im Kopf. Ja. Bisschen Kopfschmerzen sind. Ich habe auch erst 1 Liter Tee getrunken oder noch nicht so viel mehr. Oder nee, schon die zweite Kanne, die passt da rein. 1,5 Liter, sagen wir mal insgesamt, habe ich schon getrunken. Naja, okay. Ich gehe jetzt nach Hause, reife, soll ich mich überarbeiten, wenn man fastet. Und ja, guck mal, was noch zu berichten gibt. Ich werde schon entspannen. Yoga machen. Ach ja, heute früh wollte ich Yoga machen. Sonnengruß, aufgestanden. Ist mir schwindelig gewesen, als ich hier so einen Hund gestanden habe. Also hier. Downward Dog, für die, ich das so verstehe. Ja, fand ich ein bisschen gut verfühlen. Ja, und hab dann halt so ein paar Stretch- und Dehnübungen auf dem Rücken gemacht. Ja, mir geht's super. Ich fühle mich gut. Finde es toll, ich merke langsam, Dreck geht raus aus dem Körper. Ja, und ich freue mich dann das auch dann hoffentlich morgen vielleicht schon. Ja, war halt der zweite Tag, vielleicht in der Morgen, wenn die Fastenläufe, vielleicht ja übermorgen. Ich bin immer noch guter Dinge. Bis dahin. Tschüss.